Ja, liebe Barbecue-Freunde, heute ist der erste Tag meiner fünftägigen Steakwoche. Bin schon riesig gespannt drauf. Ich hoffe, euch gefällt das, was ich so alles vorbereitet habe und was ich machen werde in den 5 Tagen. Seid gespannt drauf. Heute ist der erste Tag. Es gibt einen super Steak. Lasst euch überraschen. Schaut es euch an. Willkommen bei Barbecue aus Baden. Tja, für meine Steakwoche habe ich mir verschiedene Fleischsorten überlegt. Heute beginne ich mal mit dem Black Angus Beef. Da werde ich mir jetzt gleich mal ein paar schöne Scheiben runterschneiden. Ja, schaut euch mal die Maserung an. Ist das nicht super, oder? Hervorragend, so wie ich es gerne mag. Ja, und für das Steak brauche ich dann natürlich eine Kartoffelkruste, Kartoffeln, Emmentaler und Butter. Die Butter, da habe ich jetzt Nussbutter draus gemacht. Das brauche ich, dass ich so einen leichten, nussigen Geschmack habe in der Kruste. Da müsst ihr allerdings aufpassen. Den Satz unten, den müsst ihr da nicht reinschütten. Es sieht auch nicht schön aus. So, das genügt. Jetzt kommt der geriebene Emmentaler mit dazu. Also so eine Kartoffelkruste harmoniert halt super mit Rindfleisch. Das Ganze müsst ihr jetzt noch ein bisschen würzen und dann nehme ich Muskat. Passt sehr gut zu den Kartoffeln. Dann ein paar Umdrehungen aus der Pfeffermühle. Müsst ihr auch gar nicht sparen, kann ruhig schön würzig sein, die Auflage. Salz. Müsst ihr auch einen guten Kaffeelöffel voll reinmachen. Und wenn das Ganze dann schön vermengt ist, dann könnt ihr die Schüsseln an die Seite stellen und dann beginnen wir schon die Steaks zu würzen. Da habe ich so ein grobes Meersalz genommen, ruhig schön überall gleichmäßig drauf machen, dann noch ein paar Umdrehungen aus der Pfeffermühle. Ich mag es würzig. Mal rumdrehen. Dann machen wir dasselbe von der anderen Seite auch noch. Und wenn das dann gemacht ist, dann gehen wir schon zusammen raus zum Grill. Ja, ich nehme heute meinen Gasgrill, da habe ich so Trennspray, das spritzt sich auf die Gitterroste. Dann hängt das Steak nicht an, weil die Grillroste doch sehr heiß sind. Nacheinander schön auf den Grillrost. Deckel zu, die lasse ich für 2 Minuten drauf. Dann drehe ich sie um. Ja, die 2 Minuten sind schon rum. Dann drehe ich sie um, jawohl, haben einen schönen Branding. Und wenn die umgedreht sind, Deckel zu und weitere 2 Minuten auf dem Grill lassen. So, die 2 Minuten sind rum. Jetzt hole ich sie runter in eine Abtropfschale. Das auch noch runter, jawohl. Deckel wieder zu, ich möchte dann nicht den Garten beheizen. So, und dann werde ich sie verkabeln. Das ist ein etwas dickeres Stück und die anderen zwei sind etwas dünner, dass auch die schön medium sind. Nehme ich da meinen iGrill dazu. Und wenn es verkabelt ist, beginne ich schon die Kartoffelkruste gleichmäßig auf dem Fleisch zu verteilen. Die müsst ihr auch gar nicht so draufdrücken. Es kann ruhig locker draufgesetzt sein, soll ja nicht aussehen wie so ein Püree. Ja, überall gleichmäßig drauf. Und wenn es erledigt ist, dann sollte es so aussehen. Wunderbar sieht es aus. Und jetzt kommen sie in den indirekten Bereich des Grills. Den Grill heize ich so auf 180 Grad, dass die Kruste auch wirklich eine Kruste wird. So, das hat sich schon gemeldet, das iGrill. Die kommen schon runter, die etwas dünneren. Das dickere Stück da hinten bleibt noch ein bisschen drauf. Hier hat sich jetzt auch gemeldet. So, schaut, 56 Grad, das genügt mir. Ja. Thermometer raus und jetzt hole ich auch die Steak runter und lasse ich noch 2-3 Minuten ruhen und dann beginnen wir schon mit dem legendären Mittelschnitt. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht oder wie es geworden ist. Ja, genau so muss es sein.
schön rosa, kein brauner Rand außen rum. Die Kruste hebt drauf, seht ihr das? Hervorragend. Schneide ich noch eine Tranche runter und dann mache ich noch ein schönes Tellerbild und ich freue mich riesig, das Fleisch zu verkosten, das kann ich euch sagen. Ja, so sieht mein Tellerbild aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's mal nach. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Kruste harmoniert hervorragend mit dem Rindfleisch. Ja, das war's mit meinem ersten Steak-Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Liked meine Filme, teilt sie, kommentiert sie. Und ich werde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Steak-Video wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Steak-Video. Euer Thomas. Tschüss.